Hallo meine Damen und Herren, willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Wir haben das letzte Mal einen Banditen getötet, die Frau. Und jetzt holen wir noch Kraytlin und den anderen helfen wir. Aber ich kenne nur Kraytlin. Gut. Ich habe noch ein paar Sachen nachgefarmt. Spinnenhöhle und das Gebiet, das links hier kommt. Südlicher Wald, oder wie es heißt. Und die Schuhe könnten wir eigentlich anziehen. Ja, komm. Mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Ah. Nein, keine Sockel. So eine Frechheit, eh? Gut. So, mal kurz wieder einsortieren. Geht gleich weiter. So. Ja. Händler, bitte. Ich muss die Sachen verkaufen. Gut. 40. Ja, und das lagern wir. So. Also zuerst mal das rein, genau. Und das hier. Gut. So. Ja. Oh, jetzt haben wir den Ding überhaupt. Den Fluch. Ja. Schwer, hä? So, Orb of Storm brauchen wir als Nicht-Krit nicht. Und, oh, du hast den Life's Brick, glaube ich. Ist ein guter Stab, aber wir haben einen besseren. Also der ist bei uns besser. Hier, Abarazhorn. Er hat zwar einen Skill, also Game-Level höher. Aber das brauchen wir nicht. Also ein Orb of Transmutation, da muss ich schauen, was der macht. Ob der nur weiße Items... wo ist er da? Ja. Dann werden wir ihn direkt verwenden, hä? Haben wir ein weißes Item? Geht das? Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ja. Nee. Aber nicht für den Ding. Da. Und wupp. Geht er auch nicht. Frechheit. Mal kurz schauen. Ah, Ring, Sheet oder Amulett. Ja, toll, hey. Frechheit. Ich hab falsch nicht gelesen. So. Und jetzt? Gut. Haben wir Resistenz. Ich werde ihn noch ein bisschen aufbewahren. So. Und 75 Mana. Gut. Lieber so, hä? Okay, gut, dann gehen wir weiter. Wir müssen hier nach rechts gehen. Zu den... Oh, Dry Fields oder so. Das ist jetzt ein Gebiet, das ich nicht kenne. Nicht so kenne, weil ich nicht so viel... Eigentlich nur für den Banditen. Mehr muss man da nichts machen. So... Und habt ihr etwas schon gesehen? Ich habe den neuesten Lootfilter drin. Aber man sieht, glaube ich, keinen Unterschied. Also mir ist kein Unterschied aufgefallen. Also größere Flasks. es ist nicht mehr die MF-Version. Ich weiß es nicht. Ich sollte vielleicht wieder die MF-Version herunterladen, aber... Ah, sie ist dabei, aber ich habe einfach die erste genommen. Und,
Ja, einfach im neuesten Stand ist jetzt wahrscheinlich auch die Essence-Splitter dann größer sind und besser zu sehen. So, jetzt sind sie, die Gegner, verflucht und bekommen mehr Feuerschaden über, weil ihre Resistenz runtergeht. Das ist doch mal nett, oder? Gegen Bosse ist es natürlich schon fast Pflicht. Aber wir machen One-Hits. Wir besiegen jeden Gegner One-Hit. So, Dele. Oh, du. Fluchen. Ja, das ist ein Zähler. Okay. Ein bisschen zäher. Schauen wir mal kurz. Ah, die gebrochene Brücke. Das ist die gebrochene Brücke. Ja, ich glaube, so braun war es nie, gell? Schauen wir die anderen Parts nochmal genauer an. So, ihr habt Zelte, die können wir ignorieren, die Gegner, die rauskommen. Da ist der Vapor, sehr gut. Gut, und der Fehlende im Akt 1 habe ich dann auch noch geholt. Das ganze Gebiet vor drei Parts ungefähr genommen. Nochmals gemacht und den Vapend auch wieder genommen. Genau so. Also den müssen wir auch besiegen, aber den nächsten müssen wir, also den Oak, genau, Oak heißt er, müssen wir nicht besiegen. So. Killen. Schön einfach, gell? So viel Damage macht es Spaß, den zu besiegen. Aber sonst ist er eine Nervensäge, weil er immer abhaut und wieder kommt. Und, aber mit so viel Schaden. Ah, schön, oder? Wir sind schon fast zu offensiv. Wir könnten mal ein bisschen in Defensive machen. Aber für was, oder? Würde doch auch ein paar Tote sehen, oder? Hm. Also jetzt die Frage. Boah. Natürlich können wir das nicht. Ist das eine Kack? Was ist denn das für ein Kack? Ich brauche Dexterity unbedingt. Frechheit. Dexterity, Dexterity, Dexterity. Dexterity. Dexterity, Dexterity. Gut, können wir auch fortlegen, verkaufen. So, dann haben wir einen Sechser, verkaufen. Und den hier, die hier hinlegen. Ja, ist der richtige. Hello. So. Oh, schön. Ein Dreier. Genau. Der zweite Schlüssel. Amulett. Ja, ist hier so ein Schlüsselort. So. Gut. Schön, das ist schön, oder? Dann direkt weiter. Wir wollen vorwärts kommen. Also eigentlich beim Waypoint dann immer direkt zwischen den Teilen auf der Karte bei diesem brüchigen Weg durch und man ist schon im nächsten Gebiet. Die nassen Lande.
Ja, grüß dich. Haben wir da schon wieder einen Essensstein? Die sind ein bisschen so häufig, hä? Was ist denn das für eine Nervensäge? Danke. Sind das gleich die Dreier? Nein, zwei. Ah, sah so aus. Dann ein paar Spinnen. Krebse. Ja, Krebse. Weg damit. Genau. Sehr schön. Das nehmen wir noch ein bisschen schneller. Gut. Oh, Strongbot. Hoffentlich keine Einfrierbox. Ah, ich liebe AOE. Ich hatte mal einen Feuerball-Skill, aber den hab. Ich habe mal ein Feuerball-Bild gemacht, aber der hatte nicht viel AOE. Und der war langweilig und der ist schon viel besser als jetzt. Dem kam ich recht weit, sicher mit Cruel, und trotzdem war er niemals so stark. Er ist so easy, musste eigentlich nur draufhalten. Shotgun, es ist ein Shotgun-Bild, das ist richtig. Einfach drauf, fett rein. Shotgun heißt eigentlich ja von nahem, aber das ist auch ein weit weg Shotgun-Bild. Das ist einfach krass, das ist Sniper. Sniper Shotgun Explosions Mega Headbang. Schaut jetzt die Explosion, also 2 Meter Explosion gibt es sicher durch diesen Schrein. Das ist nämlich der AOE-Schrein, der fette Gockelschrein. Ah, Fallorb. Haben wir schon einen ohne die Poppersies. Nice, nice, nice. Gott, oh Gott. Jetzt sind wir wieder klein und trotzdem haben wir noch viel AOE. Jetzt müssen wir unbedingt zum Templar runter. Ah, da kommen wir noch nicht weiter, ist noch versperrt. Wir müssen eben. Ah, da. Man kommt rein, aber man kommt nicht in die Pyramide, stimmt. Genau. Dafür müssen wir dem noch. Entweder besiegen oder helfen. Und wir helfen ihm. Einem Banditen. Was war das, du Spiel? Einfach einem Banditen helfen. Das geht mal gar nicht. Hey, es ist ein Baum. Ich will dich, die Schlange töten, nicht dich. Ich will nicht den Baum killen. So. Hoppabla. Genau, greif den Totem an. Sehr schön. Noch einen. Also hier lässt sich gut leveln. Den muss ich unbedingt zum MF auch verwenden. Diese Gegend hier. Also, jetzt gehen wir rein. Hier. Ah, das haben wir schon. Okay. Ja, aber wo geht's rein? Da. Ja. Gut. Gehen wir rein. Ja, es ist gut. Blöde Banditen. Help. So, 40 Maximum Leben. Das multipliziert sich dann mit dem prozentualen Leben zurück, das wir auf deinen Items haben. Und so weiter. Richtig nice. Nein, falscher Trank. Gut. Da. Hoppla. Wenn ihr jetzt würden alle killen, müssen wir nochmals in die Basis und dann bekommen wir einen Skillpunkt über. Aber
Ja, 40 Leben, feste Leben ist vor allem seltener und auch besser für ein Live-Bild. Mit einem Magic Sheet Bild ist man meistens recht unverhofft tot. Also man meint, man überlebt alles und dann ist man plötzlich tot. Ist aber eventuell zäher, wenn man auch viel wieder regeneriert schnell. Und ja, man hat eigentlich ein Leben meistens, wenn man nur Energy Shield nimmt. Und das zeige ich euch gleich. Hier oben ist es Daddy. Nein. Der hier. House Addiction. Maximales Leben wird auf 1 reduziert. Macht aber Chaos immun, weil Chaos tut Energy Shield umgehen. Es geht direkt auf Leben. Also machen wir, opfern wir unser Leben für Chaos Resistance 100%, also immun, um dafür eben Energy Shield auf Energy Shield zu gehen. Nur auf Energy Shield. Sonst müsste man beide hoch machen und das wäre nicht so vorteilhaft. So, hier kommt das erste Mal diese Schlangen, die Chaos-Schaden machen. Und ich glaube 50-50. Physischen und Chaos-Schaden machen die. Oder nur Chaos-Schaden, keine Ahnung. Sieht eher nach physisch und Chaos-Schaden. Weil es ja ein Gift durch ist oder so etwas. Ja, ich sehe jetzt, wir bekommen auch physischen, also Lebensschaden über. Gut. Elemental Hit. Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Dem fehlt es einfach an. Oh weh. Sonst wäre es schon ein recht guter Angriff. Aber dafür gibt es zum Beispiel diese Eissperre. Nein, nicht Eissperre, ist ja der Zauber. Eisblade, so etwas. Der AOE-Schaden ist und dann halt einfach nur Eis ist. Aber viel besser. Und dann gibt es ja noch diesen. Oh, wie heißt der große? Wildhit, glaube ich, oder so etwas. Wildstrike. Ja, Wildstrike. Der auch AOE ist und Elementarschaden macht. Also. Sehr wichtig. So. Das ist ein großes Gebiet immer. Bisschen nervig. Aber ein schönes Gebiet. Also mit dem Feuerballbild habe ich jetzt kein Problem. Ich habe den Finger eigentlich nie auf den Heiltranks, auf den Zahlen. Ich gar nicht so viel Damage bekomme. Ah, Mana-Probleme habe ich eigentlich auch nicht mehr so viel. Gar keine mehr. Kann sogar Kisten zuerst öffnen. Gut. Wir müssen weiter. Wir müssen weniger stark, also overpowered sein, indem wir einfach weiter höher stärkere Gegner besuchen wollen. So, wir haben was eingesammelt, was ich nicht wollte. Warhammer. Gut. Hier hat es Fledermäuse. Okay. Ah, hier ist es. Und die Dunkelheit. Die Sonne wird verdeckt durch einen Zauber. Und wir müssen jetzt die Pyramide finden, die dann das Licht wiederherstellt. Indem wir einen bösen Roboter. Ja, ist nicht genau ein Roboter, aber so eine
Konstrukt töten. Ich sage jetzt noch nicht allzu viel. Wer es also noch nicht kennt, ich will ja nicht. Nur eine Pyramide kommt, die nicht aussieht wie eine Pyramide, weil man in der Pyramide drin ist. Komm, schneller, schneller. Gut. Ein einfacher. Frechheit. Ich will einen 3 oder einen 4 sogar. Ja, die Teile da sind sehr stark in späteren Schwierigkeitsgraden und Maps. Aber ich kenne sie. Bei mir können sie mich nicht überraschen. Die muss man lernen einfach. Das ist meistens durch ein Rumpeln und ein Graben. Also hörbar einfach. Und wenn sie kommen und dich erwischen, machen sie viel Schaden oder mit dem Schuss danach. Und ihr müsst sie einfach umkurven sozusagen. Also ich umkurve sie immer. Weite Hochstufen. Also, das Wichtigste ist jetzt Dexterity. Und danach direkt zum Tempel runter, zu den AOE. Aber die muss ich ein bisschen anders nehmen, nicht den direkten Weg. Ich muss den oberen Weg nehmen, sondern den unteren. Ja. Dafür sind wir jetzt oben, fast oben, ganz oben. Ich möchte eigentlich noch den Seittunnel mal nehmen. Ja. Ich hab den Ding, oder? Ich muss mal gucken. Den Vapant habe ich, oder? Nothing like this happened. You disappear. Life flows through the blood. Okay, wo ist Blut takes a new form? Ah, das sind wahrscheinlich diese Blutmonster. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Sind aber nicht besonders stark. Einfach zäh, glaube ich. Noch nicht. Okay. Eigentlich ist er doch immer auf der rechten Seite. Ist entweder oben. Ah, dort unten waren wir noch nicht auf der rechten Seite. Gehen wir kurz rüber. Irgendwo hier auf der rechten Seite ist doch der immer. Da. 100 pro da. Okay, da unten. Da, ja. Das ist frech, meine Amis. Manchmal runter. So ein kleiner Weg nach unten ist. So. Und jetzt? Ja, hier durch. Es gibt durch die Properties manchmal diese Devourers als extra Gegner auf der Map und die sind, glaube ich, immer rare. Die sind stark. Boah. Und hier sollte man auf die Affen, die auch vom Himmel fallen, aufpassen. Ich weiß nicht, wie die heißen. Gucken wir mal, wenn einer kommt. Na da. Was? Ich saß gar nicht. Zu viel geschossen. Nicht die. Oh, habt ihr das gesehen? Einfrieren. Das sieht auch so geil aus. Zuerst Feuer und dann einfrieren.
Ah, Ursa. Hä, das sind die Ursa. Es gibt die Urse aus Dungeon Siege 1 und das sind ganz große Bären, das sind kleine Bärchen. Also keine Affen, Bärchen. Oh, kleine Bärchen. Ist Ursa nicht der griechische, also der lateinische Name für Bär? Kann sein. Kann voll noch sein. Ha, zwei Schüsse und er ist tot. Da ist das Blutmonster. Gut, dann haben wir den schon. Und wir haben zwei bekommen. Ist das jetzt durch das Blutmonster noch gewesen? Wahrscheinlich schon, hä? Zwei, ja. Schön. Sonst haben wir nichts hier. Hier oben noch etwas. So Zwischengegenden sind auf normal noch recht einfach. Auf Merzel ist dann eigentlich schon viel stärker als die normalen Ebenen, die nicht optimal sind. Das ist eben ein optimales Gebiet. Hat höhere Levels. Aber allzu stark ist es dann auch nicht. Ich habe einfach das Gefühl, auf Merzel ist man so lange schon recht OP. Und dadurch ist es dann auch leicht. Werden wir ja dann sehen, wie es bei uns ist. Aber ich denke, extrem leicht. Wenn wir jetzt schon so stark sind. Was denkt ihr so? Schaffe ich safe und so weit hoch? Ohne Probleme. Das sind nämlich die zwei Affen, die Beats-Bosse sind. Schön. So, jetzt gehen wir zurück, dass wir noch die 3 Minuten kurz die Items tauschen können. So. Schauen wir mal an. Der hier gehört weg. Der hier weg. 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 Schlecht. 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 Eher für den Nahkampf, aber... Was habe ich denn bekommen? Topazring. Den benutze ich einfach dann spät für die Properties nochmals. Gut. Ah, nein, da. Ah, oh, alles Neue. Hartred. Condemned. Ja. Gut, ja, ja. Ja, sonst haben wir nichts mehr Anständiges. Hinten mache ich dann die Unix und die da, wenn wir das brauchen. Oh Gott, hat der hässliche Flügel. Und er hat Hände. Wäh. Okay. Ich bleib drin. Die mega überteuerten optischen Sachen sind hässlich wie die Sau. Muss gleich mal schauen. Shop. Also. Ich möchte gerne haben. Da. Den Drakenball. Drakenfireball-Effekt. Für 9 Euro. Das reicht. Und, jetzt nichts mehr aus Feuer. Für den Armor passt nicht zu einem Feuerball. Witch-Zeugs. Es ist sehr auf Infinite Schooling wert. Das ist viel zu teuer.
Ich weiß nicht, ob ich es richtig umwandle oder ob es nur. Nein, 90. Nee, 90 Cent ist es nicht. Niemals. Das ist 9 Euro. Footprints brauchen wir auch nicht. Ist das hässlich? Geht nicht mal ein Flammenportal. Hässlich. Wenn dann ein Pet. Aber welches? Ein Blutwurm. Ja, ein Blutwurm. Ich kotze bald. Ein Wolf, der ist gut. Aber wo ist der Wolf? Wo ist mein Wolf? Ich mag Wölfchen. Da, Wolfpit. Oh, dann Lynx. Ja, aber der ist mir einfach zu hell. Gut. Classic brauchen wir nicht. Charakter. Gilden, Sachen könnte ich dann mal verwenden, wenn wir dann wirklich viele Spieler sind. Ja, das ist wieder das Ding. Footprint haben wir auch schon durchgemacht. Ja, das ist mega hässlich. Also, ich weiß nicht, für was das. Für die, die es halt wollen, so altmodisch auszusehen, chinesisch, aber. Ist hässlich. Ja, aber Infernal ist eben auch hässlich. Ich hätte gerne etwas Schönes hier. Also, der Helm ist mega hässlich. Die Rüstung geht gleich noch, aber. Der Helm ist ja sowas von hässlich. Und das Blöde ist, man muss es danach immer wieder wechseln. Man hat es nicht automatisch auf einem anderen Item dann. Man muss es immer ständig wechseln. Na gut. Und wie ich das rauskriege hier, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich in der Hideout. Und eben bei den Waffen auch so. Das ist nicht schön. Oh, ich habe 140 Punkte. Ich kann das kaufen. Ich kauf's einfach. Was? Und jetzt? Was muss ich mit dem machen? Muss ich jetzt die wirklich da drauf tun oder so? Ah je. Nein, bitte nicht. Okay, da kann man wenigstens so climben. Aber der Part geht ein bisschen länger. Einfach mal testen, oder? Ey, ich finde das so geil. Ich habe genug und ich wusste gar nicht, dass ich noch Punkte habe. Wie lange habe ich die nicht verwendet? Oh, schaut euch das mal an. Das ist ja mega. Okay, ich mache noch mal einen Part. Gut, danke schön. Ich bin happy. Ja, so umwerfen finde ich es jetzt auch nicht, aber es sieht einfach mal viel bunter, also viel eindrucksvoller aus. Also, dankeschön fürs Schauen. Ich gehe direkt nochmals hier rein, dass wir da bleiben können. Ja, es ist noch der alte. Und bis zum nächsten Mal, euer Drago Basler. Tschüss, Sikowski.